Herzlich willkommen bei Einfach Hund. Ich bin heute in Monheim. Hier in Monheim lebt Laura mit ihrem Border Collie Mischling Sky. Eigentlich gilt der Hund als gut erzogen, aber im Büro läuft es noch nicht ganz so rund. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Der 7-jährige Sky begleitet Laura vormittags ins Büro. Sobald der Rüde einen Besucher entdeckt, läuft er zur Begrüßung auf den Parkplatz. Auch wenn es nett gemeint ist, Kunden und Lieferanten, die Sky draußen begrüßen und streichen, bestätigen ihn in seinem Verhalten. Hallo. Da. Du bist Laura. Laura Fuchs, genau. Dirk, hallo. Hallo. Deinen Hund habe ich ja schon kennengelernt, ja, ne? Geil. Ja. Ich habe jetzt ja von dir gehört, was sie schon mal so macht, wenn Besucher kommen. Deswegen bin ich da mal gar nicht drauf eingegangen. Ja. Die meisten sehen wahrscheinlich sofort, freundlicher Hund, gehen drauf ein, puscheln den und dann springt der hoch und dann wird er gestreichelt. Ne? Bevor das Training losgeht, schaut sich Dirk erstmal das Büro und Skys zweibeinige Kollegen an. Also ich bin heute hier, damit der Hund nicht immer nach vorne läuft, nicht jeden Spediteur begrüßt. Ja? So, aber ich bin natürlich nicht hier, um dem Hund beizubringen, pass auf, die Bekannten darfst du begrüßen, da kannst du rausrennen, aber die Fremden nicht. Weil unser Hund entscheidet ja, wer ist denn jetzt für mich bekannt und wer nicht, wen will ich begrüßen und wen nicht. Ne? Also schweren Herzens, ich würde tatsächlich damit anfangen, dass alle, die mit dem Hund sonst wie zu tun haben, wenn man hier aufs Gelände gelaufen kommt und der Hund kommt einem entgegen, bitte den Hund erstmal nicht beachten. Dass der keinen Erfolg mehr hat mit, ich renne jetzt da raus, ich spring jetzt an dir hoch. Ne? So, das hier wird unsere Hemmschwelle. Bleib, da soll er nicht drüber laufen. Da ist der Reiz. So, und jetzt schaut er dich an, wie du siehst, ne, und fragt so ab. Da hat er beschwichtigt, hast du gesehen? Da war ein Gähnen, ne? Da beschwichtigt er so ein bisschen und weiß, dass wir das jetzt nicht wünschen, dass er weiterläuft. So, das wäre das Bleib. Das wäre schon mal etwas, wenn da ein Fahrer kommt, du musst raus, dass der hier von dir ein Bleib hört. Was wir von hier drin machen, wäre ein Nein. Jetzt bist du mit dem Hund hier drin, ja. Der sieht wieder jemanden, will rausrennen, dann nimmst du ihm die Motivation übers Nein. Okay. Und nach dem Nein zupfst du mal hier so ein bisschen an der Leine, ja, dass du auch auf dich aufmerksam machst. Sky hat die Eingangstür als Hemmschwelle kennengelernt. Er weiß, dass er sie nicht übertreten darf, wenn er nicht dazu aufgefordert wird. Nun muss das ganze Team konsequent bleiben. Wichtig für Bürohunde ist auch ein eigener Rückzugsort, wie ein Körbchen. Hier ein besonders schönes Exemplar. Jetzt muss Sky noch lernen, im Körbchen zu bleiben. Selbst wenn Besucher oder sein geliebter Ring ihn locken. Ich sage immer prophylaktisch nein. Nein. Erst wenn Laura ihn abholt, darf er aufstehen. So, und hier draußen darf, wie gesagt, die Begrüßung gar nicht mehr stattfinden. Na klar, auch im Arbeitsalltag darf ein entspannender und gesunder Spaziergang für Hund und Mensch nicht fehlen. So, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Und kannst dich ja mal melden, wie es läuft. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Bis dann. Danke. Tschüss. Ja, Sky und Laura, der Bürohund. Bürohund ist gar nicht schlecht. Man sagt ja auch, dass die Mitarbeiter ganz anders motiviert sind, wenn es einen Hund am Arbeitsplatz gibt. Im Fall von Sky war es jetzt nicht so, dass der Hund das Territorium da verteidigt und Besucher oder Kunden angreift. Nein, es war so, dass der Hund einfach raus wollte und immer alle begrüßen.
Die Besucher haben das natürlich bestätigt und somit den Hund unbewusst auf sein Verhalten konditioniert. Ich denke, dass mit den Informationen, die Laura jetzt hat, sie auch weiterkommt. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Einfach Hund. Und was fütterst du? Mehr Infos bei Ihrem Tierarzt oder bei vetconcept.de.